Novene zum unbefleckten Herzen Mariens. Diese neuntägige Novene ist extrem verheißungsvoll. Was wir hierdurch erlangen, außer dem, was wir persönlich erbitten, ist wirklich umfangreich und sehr, sehr groß. Also wir erbitten natürlich unser persönliches Anliegen, das wir erhalten werden. Aber außerdem erhalten wir dann darüber hinaus auch Friede, Einverständnis und Liebe mit der Familie, wahre Bekehrung der Familienmitglieder, Hilfe im Tod, Eifrigkeit in unseren Bemühungen, Jesus nachzufolgen und unglaublich viele, viele Verheißungen, Bekehrungen der Ungläubigen. Also hier sind 15 Punkte aufgelistet, die werde ich dann nach dem Novenengebet auch noch im Einzelnen vorlesen. Nun aber zunächst zur Novene. Und zwar ist das fast immer der gleiche Text mit einem kleinen Einschub, der pro Tag variiert und den ich dann auch für jeden einzelnen Tag anpassen werde. Ursprünglich wurde diese Novene so gegeben, dass sie jeweils am ersten Samstag an 9 aufeinanderfolgenden Monaten gebeten werden soll. Es ist aber so, dass Gott über Raum und Zeit erhaben ist. Und wir können diese Novene auch an 9 nacheinanderfolgenden Tagen beten. Das ist meine persönliche Erfahrung. Wir können darauf vertrauen, dass Gott uns alles zur rechten Zeit geben wird, so wie es für uns am besten ist und nach den Möglichkeiten, die wir haben. Es ist gut, die Novene direkt zu beginnen und natürlich dann auch zu beten. Alles Weitere dürfen wir ganz getrost Gott überlassen. Novene zum unbefleckten Herzen Mariens. O unsere himmlische Königin und Mutter! Mit kindlichem Vertrauen und liebender Seele nahen wir uns deinem unbefleckten, mütterlichen Herzen, um es nach Kräften zu loben, zu verherrlichen und seine mächtige Fürsprache anzurufen. Unsere geringe Huldigung vereinigen wir mit jenem Lobpreis, den die seligen Chöre der Engel, die Heiligen des Himmels und deine treuen Diener auf Erden mit unermüdlichem Eifer dir darbringen und vor allem mit jener einzigartigen Verherrlichung, die dir die allerheiligste Dreifaltigkeit selbst erweist. Du bist doch die heißgeliebte Tochter des ewigen Vaters, die wundersame Mutter des Sohn Gottes, die auserkorene Braut des Heiligen Geistes. Vergiss inmitten der himmlischen Wonnen deine armen Kinder nicht, die fern von dir noch im Tal der Tränen weilen und müde von der Pilgerfahrt der Erde, hilfesuchend den Blick zu dir erheben. Nimm unsere Huldigung gnädig an und erwirke uns jene Gnaden, um die wir in dieser Andacht mit kindlichem Vertrauen zu dir flehen. Lasst uns hier unsere Bitte dem unbefleckten Herzen Mariens vortragen. Um das Herz Maria zu preisen und die erflehten Gnaden zu erreichen, beten wir. O unbeflecktes, dem lieben Gott in ewiger Jungfräulichkeit hingegebenes Herz Maria, du bist die unberührte Lilie, die blühende Oase in der Wüste der Welt, die das Auge Gottes entzückt hat. Ziehe viele Seelen in den Bann deiner Jungfräulichkeit, damit sie den Lockungen der Erde widerstehen und sich Gott mit ungeteiltem Herzen schenken. Amen. Kleines Gebet zum Einschub, wer möchte, kann es gerne mitbeten. Liebe Mutter Maria, wir beten im göttlichen Willen und bitten dich, dass diese Gnaden, die wir durch deine Fürbitte erhalten, dass sie auch allen anderen zugute kommen mögen, denen Gott es geben möchte. Wir bitten daher nicht nur für uns selbst, sondern für alle Geschöpfe Gottes um diese Gnaden, auch für die, die selbst gar nicht beten können oder noch fern von Gott sind. Und wir bitten darum, dass sich dadurch auch der göttliche Wille in unserem Leben und in der ganzen Schöpfung manifestieren möge. Amen. Die 10 Ave Maria. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnaden, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.
Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnaden, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnaden, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnaden, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnaden, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnaden, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnaden, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnaden, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnaden, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnaden. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Nun wird eine Litanei zur Verehrung Marias gebetet. Ich habe mich hier für die lauretanische Litanei entschieden. Herr, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Gott, Vater im Himmel, erbarme dich unser. Gott, Sohn, Erlöser der Welt, erbarme dich unser. Gott, Heiliger Geist, erbarme dich unser. Heiligste Dreifaltigkeit, ein einiger Gott, erbarme dich unser. Heilige Maria, bitte für uns. Heilige Gottesgebärerin, bitte für uns. Heilige Jungfrau der Jungfrauen, bitte für uns. Mutter Christi, bitte für uns. Mutter der Kirche, bitte für uns. Mutter der göttlichen Gnade, bitte für uns. Und Mutter der immerwährenden Hilfe, bitte für uns. Du reine Mutter, bitte für uns. Du keusche Mutter, bitte für uns. Du unversehrte Mutter, bitte für uns. Du unbefleckte Mutter, bitte für uns. Du liebenswürdige Mutter, bitte für uns. Du wunderbare Mutter, bitte für uns. Du Mutter des guten Rates, bitte für uns. Du Mutter des Schöpfers, bitte für uns. Du Mutter des Erlösers, bitte für uns. Du weise Jungfrau, bitte für uns. Du ehrwürdige Jungfrau, bitte für uns. Du lobwürdige Jungfrau, bitte für uns. Du mächtige Jungfrau, bitte für uns. Du gütige Jungfrau, bitte für uns. Du getreue Jungfrau, bitte für uns. Du Spiegel der Gerechtigkeit, bitte für uns. Du Sitz der Weisheit, bitte für uns. Du Ursache unserer Freude, bitte für uns. Du geistliches Gefäß,
bitte für uns. Du ehrwürdiges Gefäß, bitte für uns. Du vortreffliches Gefäß der Andacht, bitte für uns. Du geheimnisvolle Rose, bitte für uns. Du Turm Davids, bitte für uns. Du elfenbeinerne Turm, bitte für uns. Du goldenes Haus, bitte für uns. Du Arche des Bundes, bitte für uns. Du Pforte des Himmels, bitte für uns. Du Morgenstern, bitte für uns. Du Heil der Kranken, bitte für uns. Du Zuflucht der Sünder, bitte für uns. Du Trösterin der Betrübten, bitte für uns. Du Hilfe der Christen, bitte für uns. Du Königin der Engel, bitte für uns. Du Königin der Patriarchen, bitte für uns. Du Königin der Propheten, bitte für uns. Du Königin der Apostel, bitte für uns. Du Königin der Märtyrer, bitte für uns. Du Königin der Bekenner, bitte für uns. Du Königin der Jungfrauen, bitte für uns. Du Königin aller Heiligen, bitte für uns. Du Königin ohne Makel der Erbsünde empfangen, bitte für uns. Du Königin in den Himmel aufgenommen, bitte für uns. Du Königin des heiligen Rosenkranzes, bitte für uns. Du Königin des Friedens, bitte für uns. Amen. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt, verschone uns, o Herr. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt, erhöre uns, o Herr. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt, erbarme dich unser, o Herr. Bitte für uns, o heilige Gottesmutter, auf dass wir würdig werden der Verheißungen Christi. Lasst uns beten. Wir bitten dich, o Herr, unser Gott, gib, dass wir, deine Diener und alle deine Geschöpfe, uns ständiger Gesundheit des Leibes und der Seele erfreuen und wir im göttlichen Willen durch die glorreiche Fürsprache der seligen, allzeit reinen Jungfrau Maria von der Trübsal dieser Zeit befreit werden und die ewigen Freuden genießen dürfen, durch Christus, unseren Herrn. Amen. Nun folgt noch das tägliche Schlussgebet. O wundersames, mit allen Tugenden geziertes, von Gnaden überfließendes Herz, Marie, du nicht versiegende Quelle der Güte, der Barmherzigkeit und Treue, nimm unsere Lobpreisungen, Gebete und Lieder huldvoll an. Wir bringen sie dir durch das Herz deines Sohnes dar. Die überfließende Liebe und einzigartige Verherrlichung, die du ohne Unterlass von ihm empfängst, möge hundertfältig, ja millionenfältig ersetzen, was wir in unserer Armseligkeit und Unzulänglichkeit dir nicht zu bieten vermögen. Versage uns deine Hilfe nicht. Lass uns wenigstens einen Tropfen der himmlischen Seligkeit verkosten, von der dein Herz überfließt. Lass in unsere lauen Herzen wenigstens einen Funken jener heiligen Glut fallen, von der dein Herz ganz entflammt ist. Lass in unsere Seelen wenigstens einen kleinen Teil der Gnade strömen, von der dein Herz übervoll ist. O zeige uns die Macht und die Güte deines mütterlichen Herzens und lass unser Vertrauen auf dich nicht zu Schanden werden. Erwirke uns die Verzeihung unserer Sünden, die Loslösung von den Dingen der Erde, das Wachstum im Guten, Geduld in den Widerwärtigkeiten des Lebens, die Beharrlichkeit bis ans Ende und all jene Gnaden, um die wir in dieser Andacht gebetet haben. Amen. Von Herzen danken wir dir, unserer geliebten Mutter Maria. Amen. Und nun noch die Verheißungen Jesu für diese Novene, die ich vorlesen möchte. Diese Novene sollte an den ersten Samstagen von 9 aufeinanderfolgenden Monaten gebetet werden zu Ehren des unbefleckten Herzens Mariens. Das ist die ursprüngliche Vorgabe. Doch es ist so, dass Gott über Raum und Zeit erhaben ist. Und meine persönliche Erfahrung ist es, dass wir, wenn wir sie wirklich Gott darbringen, diese Gebete,
dass er sie zur rechten Zeit einsetzen wird. Ich persönlich habe diese Gebete daher auch direkt an 9 nacheinander folgenden Tagen gebetet. Die Verheißungen für diese Novene sind folgende 15. Erstens: Alles, was sie von meinem Herzen durch das Herz meiner Mutter bitten, werde ich ihnen geben, noch während der Novene, wenn sie mit Vertrauen darum bitten. Zweitens: Friede, Einverständnis und Liebe wird in den Seelen und in den Familien herrschen. Drittens: Die Familien werden sich verstehen und werden bis zum Ende ausharren im wahren Glauben. Viertens: Die Seelen werden das Gebet und das Leiden lieb gewinnen. Sie werden Gott, die Nächsten und den Feind lieben lernen. Fünftens: Die Armen werden Wohnung und Brot bekommen. Sechstens: Die lauen Seelen verlassen ihre Lauheit, werden in ihrem Eifer standhalten und werden in kurzer Zeit zu höchster Vollkommenheit und Heiligkeit gelangen. Siebtens: Die Ungläubigen werden gläubig, die Irrenden zur wahren Kirche zurückkehren. Achtens: Wenn die Eltern oder sonst ein Familienmitglied diese Novene verrichtet, wird niemand von den Kindern bzw. aus der Familie verdammt werden. Neuntens: Die Geistlichen und Ordensleute werden treu bleiben in ihrer Berufung. Die Untreuen werden die Gnade der Buße und Rückkehr bekommen. Zehntens: Die eifrigen Seelen werden die Süßigkeiten des Gebets und des Opfers genießen. Unruhe, Angst und Verzweiflung werden sie nicht plagen. Elftens: Die Sterbenden werden ohne Todeskampf und ohne Anfeindung des Satans aus dem Leben scheiden. Zwölftens: Beim Gericht werden sie den besonderen Schutz meiner Mutter erfahren. Drittens: Die Seelen werden die Gnade bekommen, über mein Leiden und die Schmerzen meiner Mutter inneres Mitleiden und Liebe zu fühlen. Vierzehntens: Jene Seelen, die diese Novene verrichten, werden die ganze Ewigkeit wie reine Lilien um das makellose Herz meiner Mutter glänzen. Fünftens: Ich, das göttliche Lamm in meinem Vater mit dem Heiligen Geiste, werde mich an diesen Seelen ewig freuen, die am makellosen Herzen meiner Mutter als Lilien glänzen und durch mein heiligstes Herz zur Glorie gelangen. Herr Jesus, wir danken dir für deine große Liebe und Gnade. Möge sie auf alle uns, die beten, in reichstem Maß kommen. Und auch auf alle, die noch nicht beten, Herr, führe alle Menschen zu dir. Dir sei alle Anbetung, Lob, Preis und Dank in Ewigkeit. Amen.